Sag mal, Leute, kennt ihr das, wenn ihr am Abend eine Jause richten solltet, in der Mittagspause was zum Essen parat zu haben, nicht immer in Hofer, Lidl oder sonst wohin geht, zu meine Jause kaufen? Ich habe heute die ideale Lösung. Und zwar ist mir das eingefallen mit diesen Gläsern. Man hat immer so Gläser zu Hause und ich dachte mir, mein Gott, zu schade wegzuwerfen. Also mache ich mir meine Jause, und zwar mein Frühstücksmüsli. Das macht ihr am Abend, stellt es in den Kühlschrank, wenn ihr losgeht morgens, ohne Stress, einfach mitnehmen und ihr habt leckere Vitamine, Proteine. Wir beginnen jetzt. Wie ihr seht, habe ich hier sehr leckere Sachen schon bereitgestellt. Und zwar ein so Bio-Vollkorn Braunhirse-Mehl, das wird schön untergemischt. Ich stelle es nur weg. Ich habe frische Datteln, eine Birne, dann habe ich hier Bio-Pfirsiche, Heidelbeeren. Ich liebe Heidelbeeren und so Studentenfutter. Also man kann Mandeln, Rosinen, Nüsse, alles Mögliche. Naturjoghurt. Und ein leckeres Müsli mit ein bisschen Erdbeeren, getrockneten Früchten drin. Jetzt starten wir. Ich nehme jetzt die Birne, schneide die Seiten ab. Das stelle ich einfach hier hin. Wir müssen sie entkernen. Ihr wisst ja, wie das geht, aber macht nichts. Einfach so. Es ist jetzt keine Zauberkunst, sage ich mal, aber das Gute daran ist, dass ihr wirklich zack, zack, wenn ihr es am Abend richtet, dann habt ihr echt ein leckeres Frühstück oder Mittagssnack. Macht euch so kleine Stückchen. Ihr könnt natürlich 3, 4, 5 Gläser machen, das ist egal. Wer Familie hat, macht mehr. Man kann es auch reiben oder sogar mit dem Pürierstab wie so eine Mousse daraus machen. Könntet ihr auch. Aber ich habe schon gerne ein bisschen knackig. So, das sind jetzt die Birnen. Dann nehme ich hier die Datteln und Mandeln. Dann habe ich hier noch Haselnüsse, das mache ich auch so ein bisschen, einfach grob, ich sage jetzt grob verhackt wird das. Das ist dann genau dieses gewisse Ding, was man so gerne hat, wenn man, das Joghurt stellt ihr euch vor. So, das ist wirklich voll mit Vitaminen. Ein sehr leckeres Frühstück. Ich nehme auch ein paar getrocknete Rosinen rein, wieso nicht? So, die Datteln, die sind übrigens entkernt bei mir, entsteint. Die schneide ich auch in kleine, kleine so Stückchen. Seht euch das an. Oh, wie lecker. Das ist so erfrischend. Ich mache jetzt mal weiter. Übrigens, was nicht fehlen darf, ist Honig, also sollte, oder Ahornsirup. Jetzt nehme ich noch Pfirsich, der ist natürlich der Kern noch drin, egal, schneidet einfach so rundum. Ups, habt ihr gesehen? Nein, habt ihr nicht. Auch so kleine viereckige Stückchen. Das ist eine sehr, sehr gute Vitaminbombe zum Frühstück. Man könnte ja auch Äpfel reiben oder was man hat, Bananen, es gibt viele Variationen. So. Jetzt nehme ich mein Gläschen und mache das jetzt so. Ich nehme jetzt ein bisschen Joghurt auf den Boden, nehme ein paar Birnenstückchen, dann nehme ich die Datteln und Nüsse. Ich mache das jetzt einfach so von Hand. Dann nehme ich die Heidelbeeren. Wie lecker das ist ja der Hammer. Pfirsiche,
und den Honig. Dann haben wir hier so ein Müsli, wie gesagt schon Trockenfrüchte. Das ist auch sehr knackig und wieder Joghurt rein. Gott, ich sehe schon, das ist so lecker. Und das echt das Praktische daran ist, ihr könnt den Deckel drauf machen in den Kühlschrank und morgen habt ihr echt den coolsten Snack. Eure Kollegen, die Arbeitskollegen, die werden so neidisch sein, obwohl das wirklich sehr, sehr schnell gemacht ist. Also gebt noch den Rest von den Früchten, Nüssen, Datteln, Heidelbeeren drauf, weil ihr tut ja das eh umrühren morgen. So was von lecker. Deckel drauf. Zumachen. So funktioniert das. Jawohl. Ich kann mir das gut auch mit Kiwi vorstellen. Sieht doch sehr lecker aus, oder? Wie gesagt, eure Arbeitskollegen werden euch beneiden. Die wollen bestimmt einen Löffel probieren. Ach Gott, ich nehme das wirklich morgen mit zur Arbeit, hab das parat im Kühlschrank. Nehmt Kiwis, Bananen, Ananas, Mango, wichtig sind Nüsse, Hirse, Müsli, Joghurt, Honig, variiert, versucht einfach zu variieren. Es ist so super schnell gemacht und diese Gläser, die habt ihr immer zu Hause, von Marmeladen. Es müssen eigentlich solche Gläser sein. Ihr könnt normale Marmeladengläser nehmen, schön auswaschen, zudrehen. That's it. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein leckeres Frühstück morgen.